Der Einfluss des Bistums in Eichstätt ist groß. Die lokale Geschichte ohne die katholische Institution gibt es kaum. Aufarbeitung der dunklen Flecken der Kirchenvergangenheit geschieht in der Studentenstadt schleichend. Wie viel von dieser Geschichte ist bis heute hängen geblieben? Wissen Eichstätter etwas über eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte ihrer Heimat? Nee, also zumindest in Eichstätt nicht. Ich glaube nicht, nee. Nee, bisher nicht. Bis auf den Käfig, der da vorne an der Brücke hängt, nichts. Ich glaube Hexenverbrennung, kann es sein. Das in Eichstätt wurde viel Hexen verbrannt. Und oben beim Steinbruch, da ist so eine Kapelle und da wurden die damals verbrannt. Und genau das auch so ein bisschen Gedenkstätte. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert entwickelte sich das Fürstbistum Eichstätt zu einer Hochburg der Hexenjagd. Der Höhepunkt der Eichstätter Hexenverfolgung fand unter dem berüchtigten Hexenbischof Johann Christoph von Westerstetten statt. Als er Domdekan war, gab es die ersten Verbrennungen, so 1595. Dann wurde er Fürstabt in Ellingen, dann hat man da gebrannt. Und als er wieder zurück nach Eichstätt kam, ging das hier stark los. Also im Falle Eichstätt glaube ich, dass die Hexenverfolgung in dieser exzessiven Art, wie wir sie in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs erlebt haben, wirklich Ausfluss einer, nennen wir es fast Psychose, des damaligen Fürstbischofs war. Johann Christoph von Westerstetten hatte die Hexenverfolgung von Anfang an zum politischen Programm gemacht. Als er zum Fürstbischof von Eichstätt gewählt wurde, wusste man eigentlich schon genau, welche Katze man sich da in den Sack geholt hat, nämlich einen überzeugten Hexenjäger. Legitimiert und befeuert hatte die Hexenverfolgung und Folter der Malleus Maleficarum, der sogenannte Hexenhammer, Werk eines Dominikanermönches. Ist dann so jemanden angeklagt worden, verschrien worden, hat man gesagt. Ja, dann wurde er verhaftet, da wurde sie verhaftet, ins Gefängnis geführt, zunächst befragt. Und wenn sie da keine zufriedenstellende Antwort gab, auch gefoltert. Der Grausamkeit der Folter waren keine Grenzen gesetzt. Viele der Angeklagten starben bereits während ihres Prozesses. Also wenn du mal in den Händen der Folterer warst, warst verloren. Das städtische Rathaus stand bereits zur Zeit Westerstettens in der Stadtmitte. Das Urteil ist vom Rathaus aus verkündet worden, dann sind diese armen Opfer, die zum Teil sehr, sehr lange im Gefängnis geschmort hatten, im Stadtgefängnis, im Landgerichtsgefängnis in der Webergasse, sind diese armen Menschen dann zum Richtplatz hochgeschleift worden und da dann hingerichtet worden. In den meisten Fällen liefen die Hinrichtungen zur Zeit Westerstettens so ab. Verurteilte Hexen tötete der städtische Henker durch eine Köpfung mit dem Schwert im Tal außerhalb der Stadt. Auf dem sogenannten Galgenberg über Eichstätt wurden die Frauen und Männer dann verbrannt. Das genaue Ritual sei bis heute nicht bekannt. Also der Rauch, der Gestank, der musste sich auf die Stadt gelegt haben, wenn so Tiefdruck da oben geherrscht hat, ne? Knapp 250 vermeintliche Hexen tötete das Fürstbistum Eichstätt. Unklar sei heute noch, wie viele Opfer es tatsächlich waren. Auf dem Galgenberg erinnert ein Mahnmal an die Gräueltaten des Bistums und dessen unschuldige Opfer der Hexenverfolgung. 2020 errichtete das Bistum dann eine Gedenk- und Schuldaufnahmetafel im Eichstätter Domkreuzgang. Zum ehrenden Gedenken aller Opfer der Hexenverfolgung. Beschämt stehen wir vor der Schuld, die Verantwortliche der Diözese auf sich geladen haben. Also ich halte es für einen ganz großen Schritt, diese Tafel, also auch an dieser Position, wo wir uns jetzt gerade befinden, im Kreuzgang sozusagen, einmal quer über den Kreuzgang mit Blick auf Christoph von Westerstetten. Also ich persönlich sage, ist in Ordnung. Danke, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Andere sind der Meinung, 400 Jahre Schweigen der Kirche seien zu lang gewesen. Die Entschuldigung kam zu spät und nur eine Tafel sei nicht genug, um derartige Gräueltaten aufzuarbeiten.